Einen schönen guten Tag. Ich möchte zuerst zum Besuch der Bundeskanzlerin in drei afrikanischen Ländern sprechen, danach über den Sprengstofffund in Sachsen und das Bombardement in Jemen und abschließend zu sozialen Themen. Der Besuch der Bundeskanzlerin Äthiopien, Niger, Mali weckt große Erwartungen auf beiden Kontinenten. Und wir meinen, diese Reise muss ein Startschuss werden für einen wirklich neuen Umgang mit Afrika. Denn die drei Länder stehen für vieles, was Kolonialzeit und eine rücksichtslose Ausbeutung verursacht haben, wie Kriege, Hungersnöte und gescheiterte Staaten. Es gibt, denke ich, einen klaren Unterschied zwischen einer Strategie der Flüchtlingsabwehr und einer wirklichen Bekämpfung von Fluchtursachen. Währenddessen die Flüchtlingsabwehr vor allem zum Ziel hat, dass die Fluchtrouten einfach noch lebensgefährlicher werden und noch mehr Menschen beim Versuch zu fliehen ihr Leben verlieren werden, setzt Fluchtursachenbekämpfung an den Ursachen an. Und wenn es Angela Merkel wirklich um Fluchtursachenbekämpfung gehen würde, dann müsste sie sich einsetzen für eine faire Handelspolitik, dass eben die Länder Afrikas nicht mit durch Subventionen besonders billig gehaltenen Produkten überschwemmt werden. Und sie müsste klar machen, dass sie für ein Verbot der Beteiligung an Landraub ist. Wir wissen, dass auch deutsche Firmen und Banken sich an dieser Form der Existenzvernichtung beteiligen. Und Angela Merkel müsste dafür sorgen, dass endlich die Gelder für Entwicklungszusammenarbeit auf 0,7% des Bruttoinlandsproduktes aufgestockt werden. Bisher beteiligt sich Deutschland gerade mal mit 0,4% des Bruttoinlandsproduktes. Leider drängt sich der Verdacht auf, dass es bei dieser Reise nicht um die nachhaltige Bekämpfung von Fluchtursachen geht, sondern dass es eher darum geht, die Flüchtlingsabwehr zu effektivieren. Und die Migrationspartnerschaften, die die EU mit afrikanischen Ländern abschließt oder schon abgeschlossen hat, die nehmen wirklich den dreckigen Deal mit der Türkei als Grundlage, als Beispiel. Und infolgedessen wird vor allen Dingen die Macht von fragwürdigen Machthabern vor Ort steigen. Es wird aufgerüstet werden, Gelder, die eigentlich Menschen zugutekommen sollten, die werden eher in Militarisierung und Grenzausbau fließen. Und das ist das Gegenteil von Fluchtursachenbekämpfung. Das steckt nur die Macht von fragwürdigen Despoten. Zum Sprengstofffund in Sachsen. Solche Vorgänge müssen mit aller Sorgfalt und aller Energie aufgeklärt werden. Ich warne aber auch vor allem davor, jetzt alle syrischen Geflüchteten unter Generalverdacht zu stellen. Denn zur ganzen Geschichte gehört ja auch, dass ein anderer syrischer Flüchtling durch sein mutiges Agieren an der Aufklärung beteiligt war. Wir meinen als Linke, Aufklärung und Prävention statt Generalverdacht muss jetzt das Motto lauten. Auch deshalb, weil wenn Geflüchtete oder Menschen mit muslimischem Glauben sich jetzt permanent in eine Ecke gedrängt fühlen, dass die schrecklichen Rekrutierungsbestrebungen von Terrororganisationen nur erleichtert. Zum Bombardement in Jemen. In der jemenitischen Hauptstadt ist eine Trauergemeinschaft bombardiert worden, bei der es zu über 100 Todesfällen gekommen ist. Dieses Bombardement ist zu verantworten durch eine Kriegskoalition, die von Saudi-Arabien geführt wird. Saudi-Arabien schreckt also weder davor zurück, Hochzeitsgesellschaften noch Trauergemeinschaften zu bombardieren. Es ist an der Zeit, dass auch die deutsche Bundesregierung endlich begreift, bei diesem Krieg handelt es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und Saudi-Arabien ist wahrlich nicht ein Stabilisator in der Region. Ganz im Gegenteil, Saudi-Arabien spielt dem Terror in die Hände. Umso unverständlicher finde ich es, dass die deutsche Bundesregierung auch seit Beginn des Kriegs in Jemen weiterhin Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien genehmigt hat. Also wir wissen in der Zeitspanne vom März 2015, wo der Krieg gestartet hat, bis zum März 2016 sind Rüstungsexporte von der deutschen Bundesregierung genehmigt worden in Höhe von 151 Millionen Euro. Dabei gibt es auch den Verdacht, dass Teile davon jetzt zum Einsatz kommen. Das ist noch nicht bewiesen, aber es gibt den Verdacht und die Sorge, dass zum Beispiel die Tornados auch angewendet werden, um Streubomben einzusetzen. Unsere Forderung lautet deswegen ganz klar, es muss einen sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte geben und wenigstens aller Rüstungsexporte in diese Region. Und wir sagen, in Jemen wie in Syrien heißt das Gebot der Stunde sofortige Waffenruhe.
zu sozialen Themen. Andrea Nahles hat nun einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach EU-Bürgerinnen und Bürger, wenn sie hier leben, Hartz-IV-Leistungen, Grundsicherungsleistungen erst nach 5 Jahren bekommen sollen. Nach der Kleinrechnung des Hartz-IV-Regelsatzes, nach der Ausweitung der Schikanen in dem Rechtsvereinfachungsgesetz, hat nun Andrea Nahles ein neues Gesetz vorgelegt, was sich am Sozialdumping beteiligt. Denn wir müssen uns eins vergegenwärtigen. Wenn Bürgerinnen und Bürger aus anderen EU-Mitgliedstaaten hier sind und nur nach 5 Jahren Sozialleistungen bekommen, erhöht das den Druck auf sie, Jobs und Arbeitsangebote zu allen möglichen, aber auch unmöglichen Arbeitsbedingungen und zu niedrigen Löhnen anzunehmen. Und davon sind dann nicht nur die Betroffenen, Nichtdeutschen betroffen, davon sind am Ende alle betroffen, weil wenn die Sozial- und die Arbeitsstandards sinken und die Löhne sinken, dann hat das negative Folgen für alle. Und an die Adresse der Sozialdemokratie sage ich ganz klar, anstatt sich am Sozialdumping zu beteiligen, sollte sich die Sozialdemokratie europaweit für soziale Garantien einsetzen. Angela Merkel hat die DGB-Rentenkampagne kritisiert und ist sogar so weit gegangen zu behaupten, dies spiele der AfD in die Hände. Ich finde, das ist kompletter Irrsinn. Nicht diejenigen, die vor der drohenden Altersarmut warnen, spielen der AfD in die Hände, sondern diejenigen, die nichts gegen drohende Altersarmut tun, ja, sie damit zu verantworten haben. Also kurzum, nichts tun gegen Altersarmut, das spielt Fundamentalisten der verschiedenen Couleuren die Hände, aber nicht das Thema anzusprechen. Sie wissen, wir haben als Linke gerade eine Gesprächsoffensive laufen, auch besonders in soziale Brennpunkte. Ich selber bin vor einigen Wochen auch in einem ärmeren Stadtteil in Dresden von Haustür zu Haustür gegangen. Und wenn man die Menschen anspricht, wo drückt sie der Schuh, was müsste sich ihrer Meinung nach ändern, ist die Rente eines der Top-Themen, die immer wieder genannt wurden. Menschen haben entweder Angst vor Altersarmut, kommen mit ihrer Rente nur schwer über die Runden oder leiden darunter, dass sie inzwischen deutlich länger arbeiten müssen, um eine Rente ohne Abschläge zu bekommen. Und in so einer Situation quasi ein Thematisierungsverbot zu verhängen und zu sagen, ja, wir als Große Koalition, wir einigen uns darauf, dass das Thema Rente keine Rolle im Wahlkampf spielt, ist absurd, weil es an den konkreten Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht und weil es nur dazu führt, dass soziale Themen nicht wirklich angepackt werden. Wir als Linke sagen ganz klar, bei der Rente kann es nicht so weitergehen wie bisher. Es braucht eine Rentenversicherung, die alle einzahlen, und in dieser Rentenversicherung muss es eine solidarische Mindestrente geben, wodurch alle von Altersarmut geschützt sind. Unter 1.050 Euro sollte niemand fallen im Monat. Und das Rentenniveau muss steigen, sodass die mittleren Einkommen deutlich besser gestellt werden. Vielen Dank.